Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Master in City hier bei Heisenberg zockt. Ja, und das sieht doch eigentlich ganz cool aus hier mit der Gefängnisinsel, da hinten die Skyline. Ja, also mir gefällt das. Ich weiß jetzt leider immer noch nicht, ob was in den Kommentaren stand. Ich nehme es mal an. Ist doch eigentlich ganz gut gelungen. Jetzt, sie haben hier ein Müllproblem. Ja, ihr seid Vögel, dann passt halt ein bisschen auf beim Leben hier, dass ihr nicht so viel Müll macht. Aber wisst ihr was, wir können hier natürlich auch so ein Teil hinstellen. Denn, ja, hier brauchen wir nicht auf die Wohnqualität zu achten. Ich würde mal sagen, ein bisschen Lärmbelästigung kann hier nicht schaden. Dann schlafen sie nicht ein. Wo machen wir dich hin? Machen wir mal hier. So, das Gute daran ist halt, dass hier natürlich Müllfahrzeuge generiert werden. Sprich, das sollte sich hier eigentlich erledigen. Jetzt haben wir noch das Problem, dass wir hier natürlich irgendwie noch ein paar Gefangene hinbringen müssten. Wobei, das läuft natürlich automatisch, das müssen wir nicht separat machen. Aber damit es optisch noch ein bisschen nach was aussieht, hätte ich hier gerne noch eine Busverbindung. Vielleicht wollen ja auch mal Besucher oder so hier noch vorbeidüsen und ja, ihren Enkel besuchen zum Beispiel. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Wir machen mal Bushaltestellen oder eine neue Linie zumindest. So, dass wir irgendwie in die Stadt reinkommen. Also, die müssten dann halt umsteigen. Damit müssten sie dann leben. Also, ich würde mal sagen, oh, kein Wasser. Moment, Moment, Moment. Erstmal eine Röhre. So, nicht, dass die hier, die armen Müllwagenfahrer kein Wasser haben. Das wäre ja ein Kreuz. Also, Bushaltestelle. Ja, warum nicht gleich völlig davor oder hier? Ne, wir machen es mal hier. Also, dann hier lang. Einmal hier rüber. Dann gucken. Dann halten wir mal hier. Halten hier vorn. Kreuzen hier sozusagen. Gehen wieder hier rauf. Nach hier. Und jetzt eigentlich wieder zurück. Zack, diesen hier. Zack, diesen hier. Und mal gucken. Hier vorne wäre dann Linie abschließen. Da drehen sie sogar noch schön da hinten. Das ist ja auch nicht schlecht. Haben wir das jetzt hier? Nein, haben wir noch nicht. Da müssen wir noch den Gegenverkehr machen. Machen wir den mal so. Zack, zack. So, damit man eben in beide Richtungen düsen kann. Diesen hier, dann den. Da haben wir noch wieder das Zeichen mit dem Gleis. Das kennen wir. Das ist, weil wir da nicht abreißen können, nicht bauen können. Das können wir stehen lassen, denn da fährt eigentlich niemand. So, Bus, okay. Darf ich mal schauen, ob jemand kommt? Ich glaube, das dauert ein Momentchen. Die haben immer noch kein Wasser. Wir haben euch doch gerade hier eine Leitung gelegt. Die müssen noch Wasser haben. Oh, vielleicht müsste man das noch anschließen. Okay, das wäre hilfreich. Auch nicht schlecht. Die Insel hier. Ja, die lassen wir mal. Da habe ich mir überlegt, irgendwie noch, weiß auch nicht, ein paar Bäume raufzustellen. Aber auf der anderen Seite, irgendwie sieht das doch eigentlich auch ganz nett aus. Wenn hier einfach so ein bisschen vorgelagert ein bisschen was ist hier vor der Gefängnisinsel. Gut, lassen wir mal stehen. Wir nähern uns hier den 65.000. Das heißt, wir kriegen dann eine neue Kachel und wir kriegen endlich den Flughafen. Das ist natürlich auch sehr nett. Ansonsten, ja, wir bräuchten mal wieder ein paar Wohnungen. Und, oh, was ich natürlich auch noch machen wollte, ist hier den Kollegen versetzen. Da habt ihr nämlich absolut recht. Der passt sowas von gar nicht hier in diesen Freizeitbereich mit See und Hotel und so. Absolut richtig, sehe ich auch so. Deswegen schnappen wir den und stellen den nirgends mehr hin, weil er nirgends mehr hinpasst. Oh, die haben keinen Strom. Okay, werden wir auch gleich noch gucken. Sag mal, möchtest du hier tatsächlich nicht irgendwo dich niederlassen, da wo du hinpassen würdest? Vielleicht hier oben? So ein Wolkenkratzer da oben, ich weiß auch nicht. Wir können es ja sonst ganz anders machen. Irgendwie, es wurde auch geschrieben, der passt überhaupt nicht auf die Map. Der ist halt viel zu groß. Das ist das höchste Gebäude der Welt irgendwie. Wir machen das anders. Wisst ihr was? Wir reißen das Teil ab. Das wird jetzt den einen oder anderen Euro kosten. Nehme ich an. Oder kostet das gar nichts, wenn man abreißt? Wir haben immer noch 2 Millionen. Hat wahrscheinlich nichts gekostet. Gut, jetzt haben wir dafür demolierte Straßen. Jetzt aber bitte nicht in die Kommentare schreiben, oh, mach den wieder hin, weil jetzt habe ich ihn eben weggenommen, weil ihr gesagt habt, der passt nicht. Aber ich muss eben selber auch sagen, der hat halt tatsächlich irgendwie nicht gepasst. So, machen wir hier mal diesen hier, warum auch immer. Dann gibt es hier noch ein paar Wohnungen hin. So, mit dem großen Gestrüpp. So, weil wir brauchen ja eh Wohnungen, stand hier unten, und zwar in rauen Massen sogar. Dann machen wir die mal. Hier haben wir auch noch ein Stromproblem. So, hier ums Krematorium rum. Gern auch noch ein bisschen Wohnung.
Hier natürlich auch direkt am See. Gleich neben der Wasserpumpe. Das freut die Leute. Also, wo haben wir jetzt hier was? Von wegen Strom fehlt. Hier dieses kriminelle Hotel. Das ist ja schon krass. Das ist irgendwie einfach, das Hotel selber ist schon dermaßen irgendwie verseucht von Verbrechern, dass man hier eigentlich hinstellen kann, was man will. Hier haben wir ein Polizeihauptquartier. Interessiert die überhaupt nicht. Haben sie einen Zugang? Man müsste vielleicht die Straße hier noch entsprechend ein bisschen nach da ziehen, wenn das geht. Ja, das geht. Dass wir hier irgendwie noch reinkommen. So, dann haben sie weniger weit, wenn sie hier außen rum müssen, um die bösen Jungs zu verhaften. Wohin mit denen? Ganz einfach, guckt mal hier hinten. Zack, einmal schnappen, da rein. Wir haben sogar eine Busverbindung zur Not. Fährt da jemand? Ja, da fährt jemand, aber was ist das denn? Das ist kein Müllwagen, ist aber auch kein Bus. Dafür kommen sie mit dem Moped. Okay, den letzten Moment der Freiheit genießen. Hier noch mit dem Moped ins Gefängnis fahren. Kann man ja auch. Ist ja nicht so, dass wenn man ins Gefängnis muss, dass dann immer die Polizei holt dann. Wenn das nicht gerade ein Mord ist oder so, dann kriegt man einen Termin. Und dann muss man ins Gefängnis für 2-3 Wochen. Und das kann man natürlich auch mit dem Roller machen. Dann parkiert man hier hinten, meldet sich hier. Tag, mein Name ist irgendwie so und so. Und ja, dann kriegt man die Zelle zugewiesen. Auch nicht wirklich schön. Oh, apropos, nicht schön. Ja, aber wegen dem bisschen hier, man kann sich auch anstellen, Jungs. Also, wir machen hier mal so ein Teil. In den Kommentaren stand auch noch, ich soll doch mal die Mod holen, wo man unterirdische Strommasten oder unterirdische Stromversorgung machen kann. Könnte man machen, möchte ich aber nicht mal unbedingt, weil wir reißen die ja immer wieder ab. Sobald wir die nicht mehr brauchen und sie uns auffallen, kommen sie wieder weg. Also von daher brauchen wir diese Mod eigentlich gar nicht. Und ansonsten sind die Häuser ja verbunden miteinander. Also das ist ja dann auch so. Auch Müllproblem. Okay, dann bräuchten wir hier auch nochmal so ein super Recycling-Teil. Muss das direkt am See sein? Ist ja irgendwie schade. Oder haben wir hier schon was? Moment, wir gucken mal in Sachen Müll. Nein, haben wir noch nichts. Hier oben ansonsten die Kapazitäten, die sind, die reichen dicke. Aber eben, die Müllwagen reichen nicht. Da gucken wir gleich mal noch beim Budget. Haben wir hier eine Feuerwehr? Okay, hier unten brennt's. Aber hier oben, da müssen wir auch noch schnell. Oh, jetzt aber. Metropole. Neue Kachel, Flugzeuge, Flughafen. Wunderbar, endlich. Das werden wir auch gleich angehen. Jetzt machen wir hier aber zuerst, was halt nötig ist. Wenn wir dich hier hinmachen, doch, das reicht für da vorne. Das sollte ein bisschen helfen. Jetzt gucken wir, wie gesagt, mal noch kurz bei der Wirtschaft, beim Budget. Die Müllwagen, die sind auf Anschlag. Also das heißt, mehr können wir da nicht machen. Okay, und jetzt wollte ich noch schnell gucken wegen Le Feuerwehr. Fire Department, da haben wir noch was Neues. Das wäre doch eigentlich auch ganz cool. Aber wir haben da eine Feuerwehr und hier, wo haben wir keine? Ich möchte dieses Fire Department gerne noch hinstellen. Eigentlich ist es... Ne, hier hinten zum Beispiel haben wir nichts. Okay, und das genau bei der Ölindustrie, wo es doch dann gerne mal noch brennt. Okay, hier neben das Atomkraftwerk und das wollen wir uns natürlich kurz ansehen. Ui, hier haben wir aber auch ordentlich Verkehr. So. Ja, cool. Ein sehr schönes Teil, wie ich finde. Kann man jetzt darüber streiten, ob das unbedingt neben dem Atomkraftwerk stehen muss. Aber ja, das tut es jetzt halt. Können wir hier irgendwas euch noch Gutes tun in Sachen Kreisel? Moment, wir machen mal hier Vorfahrt. Vorfahrt keine. So, halt falsch. Dann können sie hier nämlich wieder ein bisschen flüssiger fahren. Da von hier nicht so viele kommen, sondern die primär hier vom Bahnhof her in die Straße rein wollen. Ja, ist halt, wenn ein Geschäft... Oh, schön, der Zug. Wenn ein Geschäft... Oh, schön, der Zug. Wenn ein Geschäft brummt, dann gibt es halt auch Verkehr. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn? Irgendwie so Abfall, die Teile hier? Ist ja interessant. Sahen die nicht mal anders aus? Moment, wo ist dieser Riegel, der mir eigentlich immer so gut gefallen hat? Ne, der ist ja vorne. Hier, mit diesen Teilen. Das sieht einfach irgendwie wirklich cool aus. Ich dachte schon, die hätten hier das Ganze abgerissen. Aber das sind wohl so Abfallprodukte. Wir können ja mal raufklicken. Kupferfirma, aha. So sieht eine Kupferfirma aus. Okay, auch nicht schlecht. Hier drehen die Räder, auch gut. So, Flughafen haben wir gesagt. Heiliges bisschen, was sich hier runterschlängelt. Vielleicht doch irgendwie hier dann auch mal noch eine Zufahrt. Aber ja, das können wir ein bisschen später machen. Die haben Strom, das passt alles. Hier haben wir ein bisschen Überschwemmung.
Nee, nicht hier, sondern hier unten. Aha, wo denn genau? Na, hier überschwemmt doch nichts. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich sehe hier kein Wasser, dann hat es auch keine Überschwemmung. Zeichen hin oder her. Gut, Flughafen. Jetzt haben die kein Wasser. Ah, Leute, wenn wir doch zum Flughafen kommen wollen, dann können wir uns jetzt hier nicht mit diesen Kinkerlitzchen beschäftigen. So, müsste reichen, denke ich mir mal. Für den Flughafen brauchen wir eine flache Ebene sozusagen. Wir schauen mal. Flugzeug, Flughafen. Klar, eine Straße brauchen wir auch. Aber ich denke, das sieht man von Haus aus, dass das hier nicht funktioniert. Das ist hier zu hügelig. Sollen wir eine neue Kachel kaufen? Könnten wir. Aber dann müssen wir erstmal rausfinden, wo ist es relativ flach. Flach war der Begriff, den ich gesucht habe. Genau, hügelig, nicht hügelig. Ein flaches Gebiet, das ist ja alles völlig hügelig. Das ist insgesamt eigentlich, wenn man so will, ziemlich hügelig. Also ich wüsste nicht, wo wir hier einen Flughafen hinkriegen. Hier in den Berg rein wird nicht funktionieren. Am schönsten wäre natürlich hier vorn. Aber das wird auch nicht funktionieren. Was hat der denn für eine Ausdehnung? Wenn wir dich mal schnappen. Wobei, hier wäre es doch eigentlich flach. Gefälle zu steil steht da aber schon. Das mit dem Gebäude muss neben einer Straße platziert werden, ist wie gesagt klar. Und wenn wir ihn hier hinstellen, also hier unten, ich möchte ihn gerade mal drehen, das geht irgendwie auch nicht. Warum kann ich dich denn nicht drehen mit der rechten Maustaste? Das müsste doch eigentlich machbar sein. Möchte er nicht. Gut, wenn er nicht möchte. Hier unten, wie gesagt, wäre es eigentlich relativ flach. Da müssten wir das Teil doch hinkriegen, wenn da nicht was im Weg wäre. Was haben wir hier? Das Recycling-Center. Mit dir ziehen wir nochmal schnell um. Zack, dann haben wir hier diese Fläche. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein, warum nicht? Gefälle zu steil. Aha. Nee, geht überhaupt nicht. Und da kommen wir natürlich aus dem Stadtgebiet raus. Wisst ihr was, wir kaufen eine neue Kachel. Wir können ja. Also dann gönnen wir uns das. Ich würde mal sagen, hier. Damit wir hier oben eben auch noch ein bisschen ins Land reinbauen können. Hier haben wir immer nur diesen, ja, diesen schmalen Zipfel. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oder hier hinten, der Fluss. Das wäre natürlich auch schön. Naja gut, wir können. Ich glaube, wir haben noch eine Stufe, die wir rauf können. Also von der Stadt her, glaube ich, bei 100.000 oder bei 80.000. Könnte man mal gucken. Bei 80.000. Und dann kriegen wir hier nochmal ein paar Kacheln. Und ich habe die Mod installiert, dass wir dann sowieso alle Kacheln haben können. Deswegen würde ich dem Flughafen zuliebe, das hier oben wäre natürlich, es sieht halt von hier oben flach aus. Die Frage ist halt, ist das tatsächlich flach? Das weiß ich beim besten Willen nicht, das müsste man irgendwie kontrollieren. Wir kaufen uns mal das Teil hier, damit wir hier noch ein bisschen mehr Zugang haben. So, wenn wir hier schauen, da ist noch schön ein Gleis im Weg. Hier unten ist es alles andere als flach. Ich glaube, das war nicht so clever. Aber vielleicht passt er hier hin. Da hätten wir sogar schon ein Gleis. Da könnten wir je nachdem was machen. Wir brauchen aber immer eine Straße, um das zu testen. Aber ich mach mal nochmal. Hier würde je nachdem auch hinpassen. Wobei da steht, es steht halt überall Gefälle zu steil. Gefälle zu steil. Ich schaue jetzt mal wegen der Straße noch gar nicht. Weil solange der Gefälle zu steil steht, müssen wir den glaube ich nicht bauen. Das kann ja jetzt aber nicht sein, dass wir jetzt endlich den Flughafen bauen können und dann haben wir die Fläche nicht dafür. Ich nehme mal ein Sträßchen. So, Sträßchen können wir jederzeit wieder abreißen. Wenn wir dich mal hier hin machen. So, und jetzt Kollege Flughafen schnappen. Oh doch, hier wird es funktionieren. Sehr schön. Obwohl wir, das ist interessant, guck mal, wir kommen hier eigentlich mit dem Radius aus unserer Kachel raus. Das ist aber anscheinend relativ uninteressant. Okay, jetzt ist er mir hier aber fast ein bisschen zu weit weg. Warum nicht hier ein bisschen näher hier ran? Das heißt, wir müssen das mit der Straße nochmal machen. Dann kann man sich eben doch nicht so darauf verlassen, dass wenn da steht Gelände zu steil, dass man da gar keine Straße bauen muss, weil es sowieso nicht geht, sondern man hat jetzt gerade gesehen, das geht eben je nachdem dann trotzdem. Aha. So viel zum Thema. Ja, es geht nicht überall. Gut, dann machen wir dich hier hin. Ich meine, Flughafen kann eigentlich nie zu weit weg sein. Da muss man einfach ein bisschen was mit Eisenbahn, Bus und Co. machen. Ganz klar, das werden wir dann auch. Ja, dann kommst du mal hier hin. 150.000. Sehr schön. Zack. Und da hätten wir unseren ersten Flughafen hier im Heidiland. Sehr schön. Damit jetzt hier aber auch Flugzeuge starten, brauchen wir hier natürlich noch entsprechend
ja, Wasser, Strom, das ist ganz klar, aber auch Zugang, sprich die Straße. Ich würde gerne hier eine breitere Straße haben, falls das machbar ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier nicht... Ja, genau, das habe ich eben befürchtet. Kann ich die nochmal wegnehmen? Oder ist dann der ganze Flughafen wieder weg? Nein. Aha, nachträglich die Straße wegnehmen geht. Das ist noch interessant. Dann könnte man den Flughafen ja tatsächlich ohne die Straße sozusagen haben. Ja, aber wer will das? Das bringt dir dann natürlich auch nichts, ist ganz klar. So, komme ich hier? Nein, komme ich nicht. Dann kommst du auch nochmal weg. Müssen wir anders machen. Jetzt haben wir hier natürlich, so haben wir keinen Straßenanschluss mehr. Wie kriege ich dich jetzt hier wieder an die Straße ran? Aha, so wird's gehen. Okay. Das müsste eigentlich als Anschluss zählen, würde ich mal sagen. Okay, du kommst dahin. Und jetzt irgendwie noch nach da hinten müssten wir noch. Wir können mit der breiten Straße eigentlich gerne hier ein bisschen in die Map rein, würde ich vorschlagen. So, vielleicht sogar mit einer Brücke dort. Wie sieht das aus? Nein, Panne sieht das aus. Sieht ja völlig aber anders. So. Geht das? Nein, geht nicht. Okay, du kommst auch nochmal weg. Das ist ja das Schöne. Man kann hier wirklich relativ einfach alles wieder abreißen. So, in die Richtung gäbe es keine Brücke. Dann machen wir das mal so. Dann geht das hier rauf, hier runter und hier mit einer kleinen Brücke dann hier rein. Zack. Okay, mit einem schönen Huggel. Und wenn hier mehr Wasser kommt, dann Halleluja. Dann bin ich gespannt, wo das Wasser dann durchgeht. Wahrscheinlich über die Brücke. So, haben wir jetzt aber. Jetzt bräuchten wir hier Le Aqua. Wo holen wir das? Ich würde mal sagen, hier. Das ist eigentlich immer die einfachste Übung, wie wir das mit dem Strom machen. Das gucken wir gleich. Ich würde mal vorschlagen, vielleicht sogar, dass die hier eine eigene Stromversorgung bekommen. Denn sonst haben wir das Problem, dass wenn die irgendwo mal ausfällt, dass die dann kein, also wenn hier irgendwas mal gefällt wird an Oberleitung, dass die dann keinen Strom mehr haben. Was haben wir an Strom? Insgesamt haben wir mehr als genug. Das ist kein Ding. Ein Wasserkraftwerk wird hier eher schwierig. Oh, hier haben wir ja noch neue Sachen. Natural Gas Combined Cycle. Verschmutzung, Lärmbelastung, das interessiert den Flughafen eigentlich nicht. Das könnte man doch eigentlich benutzen. Was ist das hier? Stone S. Aha, Ausgangsleistung. Das ist wahrscheinlich, nehme ich an, für Wasser. Das müsste man auch mal noch ausprobieren. Aber jetzt müssen wir hier erstmal eine vernünftige Stromversorgung haben für unseren Flughafen. Wo passt der hin? Hier ist wieder alles Gelände zu steil. Ach, oh, Moment, da ging es gerade. Das würde ich dann glatt ausnutzen, wenn es geht. Wo war die Stelle? Jetzt finde ich sie nicht mehr. Hallo, Stelle. Oh, da. Ah, ich habe ihn noch nicht come on. Ging doch gerade. So, jetzt, zack. Schnell klicken, bevor irgendwie wieder was passiert und man kann es nicht mehr hinstellen. Aha, dafür können wir den Kollegen hier nicht mehr hinstellen, aber der passt dafür hier hin. Der ist dann aber meiner Meinung nach hier der Landebahn ein bisschen zu sehr im Weg. Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Was ist das denn genau? Die Turbine. Funktioniert das Teil auch ohne Turbine? Contains a Steam Turbine. Hat schon eine Turbine drin. Okay, das wäre dann eine zusätzliche Turbine. Sind wir hier verbunden, stromtechnisch? Nein, genau nicht. Okay, dann müssen wir hier halt nochmal kurz doch nochmal schnell zu den Teilen hier greifen. Wie gesagt, ist auch nie ein Problem, da das einfach wegkommt, sobald wir hier bauen. Jetzt müssen sie auch Strom haben. Jetzt haben sie natürlich noch keine Busse, nichts. Also eine Buslinie, die führt man ganz sicher hier zu unserem Freizeit. Wie soll man dem sagen? Ist kein Freizeitpark, es ist eine Freizeit-Area, ein Freizeitstadtteil. Haben wir hier eigentlich schon einen Stadtteil gemacht draus? Mal hier mal gucken. Zur schönen Freizeit haben wir doch. Okay, die müssen wir aber noch ein bisschen ausdehnen. Die würde dann bis hier oben hingehen. So, und dann hier eine Busverbindung rein. Und dann gibt es natürlich da noch einen Bahnhof und Co. beim Flughafen, ganz klar. Oder eine Bahnverbindung. Machen wir alles auch. Deswegen müssen wir mit den Bussen gar nicht übertreiben. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie eine Busverbindung hier zu diesem Bahnhof da hinten, sondern dass sie irgendwie ins Netz reinkommen. Und das Netz, das haben wir ja hier. Hier führt eine Buslinie durch. Huch, ich habe einen Flughafen am Haken. von daher, sie sollen einfach da irgendwie reinkommen. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Bus war hier. Bestens.
Das gibt dann eine längere Strecke. Also wenn wir hier starten, nach hier vorn, hier werden dann früher oder später natürlich auch Gebäude stehen. Deswegen mache ich da schon mal Haltestellen. Dann geht das hier rein und hier geht's zurück. So, Moment, hier mit der Haltestelle, da müssen sie 2-3 Meter laufen. Und hier geht's wieder zurück und hier geht das wieder rein. Dann halten wir, zack, hier. Halten hier. Wo noch? Haben wir da eine Haltestelle? Nein. Aber hier dann. Linie abschließen. Da müssen sie hier hinten wieder drehen. Gut, Busversorgung steht. Vielleicht hier drin noch eine zweite Linie. Das könnte man noch machen. Von hier in die Richtung. Ich sehe teilweise die Haltestellen nicht vernünftig. Weil es einfach nur so ein Bommel ist. Wo haben wir einen Bommel? Hier oben haben wir einen Bommel. Dann gehen wir hier zurück. Hier bommelt es nirgends. Doch, hier haben wir da einen. Zack. Und dann wieder hier zurück. Und hier schließen wir das wieder ab. Okay, und die Busse, die fahren jetzt natürlich. Vielleicht sollte man hier in der Stadt drin mal nochmal ein Busdepot hinstellen. Denn die kommen alle von diesem einen Busdepot, was wir keine Ahnung wo haben. Irgendwo hier drin, in diesem Gewühl, haben wir ein Busdepot. Wo, weiß ich auch nicht. Gut, was hier... Oh, ein Flugzeug. Das ist ja eine Concorde. Heiliges bisschen. Moment. Moment. Pause. Einsteigen. Da möchte ich mal mitfliegen. So. Mal gucken, ob wir ein bisschen was von unserem Städtchen zu sehen bekommen. Oder ob wir gleich irgendwie... Ah, ich glaube, wir fliegen gleich raus. Das ist ja dann eher doof. Was macht der denn da? Da kriegt man einen Drehwurm. Hallo? Ach, ich kann ja die Kamera bewegen. Ich äumel. Moment. Da unten sieht man sie ein bisschen, aber... Ja, irgendwie jetzt... Der hat doch den Drehwurm. Wo will der denn hin? Der fliegt nicht über die Stadt. Er fliegt leider davon weg. Aber ja, da hinten sieht man sie doch noch. Das sieht schon relativ cool aus. So, irgendein Flugzeug wird bestimmt auch noch in die andere Richtung fliegen, weil da hinten, ja, da ist ja auch noch sozusagen Ausland. Da möchten die Leute auch früher oder später hin. So, was ich jetzt hier aber noch wollte, war diesen hier. Dass wir hier mal noch schnell in der Ego-Perspektive gucken gehen, was wir jetzt hier Neues im Start haben. Bushaltestellen und wieder ein bisschen Nebel. Das habe ich wieder eingestellt, dass das Ganze ein bisschen so im Hintergrund ein bisschen nebliger ist. Das gefällt mir fast besser, wenn das alles so knallbunt ist. So, und der Flughafen, ja, ist noch relativ unspektakulär. Hier werden dann hoffentlich früher oder später relativ viele Flugzeuge landen. Und wie gesagt, hier gibt es natürlich noch einen Bahnhof hin, damit man auch mit dem Zug hierher düsen kann. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns ja wahrscheinlich beim nächsten Mal auch wieder. Bis dann. Tschüss.